Tja, liebe Zuschauer, ist er gut oder ist er nun nicht gut? Riechen tut er jedenfalls nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher. Und in diesem Jahr kommen Pilzeliebhaber voll auf ihre Kosten, denn das feuchtwarme Wetter hat über viele Wochen die Pilze aus dem Boden sprießen lassen und wir haben eine Pilzberaterin begleitet. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, dann schauen Sie einfach im Internet nach. In jedem Ort gibt es einen Pilzberater. Ganz einfach funktioniert's. Sie schauen rein, zum Beispiel Flöhr, Pilzberatung eingeben, zack, geht's los. Oder auch Zwickauer Land, für jeden ist das Richtige dabei. Und wie es funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Seit Anfang September zieht es die Pilzliebhaber in die Wälder Mittelsachsens. Auch die Naturschutzbeauftragte und Kreispilzberaterin im Landkreis Mittelsachsen, Sieglinde Köhler, ist jetzt oft in den Wäldern unterwegs. Zielstrebig stiefelt sie durch das Unterholz und begutachtet wenig später die ersten Hutträger. Genau hinschauen, das ist das A und O. Hier sind doch die Flaschenstäublinge. Das ist aber schön. Das sind essbare Pilze. Die Stacheln sind abwischbar. Und die sind jung essbar. Und da gucken wir gleich mal, woran wir das erkennen hier. Ach, die sind noch wunderbar weiß. Und wenn ich die essen will zu Hause, mache ich dann die Schalen ab hier. Und dann kommt die ins bei Mittelhitze gebraten, goldgelb wie Chips, schmeckt wunderbar. Kann ich den ganzen Korb hier füllen. In unseren heimischen Wäldern gibt es viele essbare Pilze. Man muss nur wissen, welche das sind. Generell gilt, zu fast jedem essbaren Pilz gibt es ein giftiges bis hochgiftiges Gegenstück, das dem Speisepilz zum Verwechseln ähnlich sehen kann. Beispielsweise ähnelt der essbare Heringstäubling der sogenannten Säufernase, die jedoch leicht am violetten Verlauf des Stiels zu erkennen ist. Ebenso besitzt der Wiesenchampignon einen Doppelgänger. Der Karbolchampignon, auch Gift-Egerling genannt, ist erkennbar nicht nur durch seinen markanten Geruch nach Tinte, sondern verfärbt sich im Gegensatz zum essbaren Champignon beim Ankratzen des Stiels gelb. Auch der junge Fliegenpilz ähnelt dem essbaren Flaschentäubling. Erst beim Aufschneiden erkennt man den giftigen Vertreter an einer orange-gelben Umrandung. Deshalb sollten Sammler beim Ernten der Pilze auf einige grundlegende Dinge achten. Wer Blätterpilze sammelt, da ist es ein Muss, den Pilz gesamt aus der Erde zu holen. Damit man das Kennzeichen, wie zum Beispiel bei diesen gelben Knollenblätterpilzen, nicht wegschneidet. Und wenn ich sie zum Pilzberater bringe, dann muss das sein. Aber wenn ich sie selber schon kenne und das ist ein Speisepilz, dann kann ich sie abschneiden. Im Zweifelsfall lassen Sie lieber einen Pilz stehen und gehen Sie kein Risiko ein. Am häufigsten treten Pilzvergiftungen durch zu alte oder zu lange bzw. falsch gelagerte Pilze auf, so die Pilzkennerin. Auch der Genuss von rohen und ungenügend gedünsteten Pilzen kann schwere Folgen nach sich ziehen. Achten Sie daher auf die richtige Lagerung und eine entsprechende Zubereitung. Und für das Sammeln von Pilzen gilt: Die Sammler sollten nur Pilze sammeln, die sie kennen. Sie sollten den gesamten Pilz ausgraben, also rausholen, nicht abschneiden, sondern nur die Röhrenpilze abschneiden. Die anderen, die haben nämlich die Kennzeichen am Stielgrund. Pilze nur sammeln für den Eigenbedarf, also nicht, weiß ich, einen ganzen Tragkorb voll, sondern ein Körbchen voll. Und die Pilze, die müssen im Korb, im luftdurchlässigen Korb gesammelt werden, weil nämlich die Plastiktüte, das ist gefährlich, weil das Pilzeiweiß sich da zersetzt. Wenn sich Zweifel einstellen, ob nicht doch ein ungenießbarer Pilz im Korb gelandet ist, können Sammler eine Pilzberatungsstelle aufsuchen. 24 Pilzberater bieten im Landkreis Mittelsachsen ihre Hilfe an, damit sie die Früchte aus dem Wald unbeschwert genießen können. Weiter geht's bei uns im Programm mit Wirtschaft aktuell. Wir waren auf dem Guidohof zum Hoffest und ich kann Ihnen sagen, es wurde ein Fest der Gummistiefel. Das Hoffest auf dem Guidohof in Ohlsdorf gehört mittlerweile zu den beliebtesten Festen in der Region, so dass selbst der andauernde Nieselregen am 13. September nur wenige abhielt, den Landwirtschaftsbetrieb zu besuchen, der nach den strengsten Richtlinien in der Biobranche, nämlich den Demeter-Richtlinien, produziert.
Was das genau heißt und wie der Landwirtschaftsbetrieb arbeitet, erfuhren die Besucher unter anderem bei den Traktorrundfahrten mit dem Chef Armin Lucht. Als Biolandwirt muss man vor allem vorausschauend anbauen. Wir haben ja keine Möglichkeit, jetzt mit chemischen Mitteln Insekten zu bekämpfen. Und deswegen muss man vorbeugend immer die Frucht wechseln, dass sich die nicht einseitig vermehren. Wenn man zum Beispiel jedes Jahr Möhren anbauen würde, würde die Möhrenfliege so massiv kommen, dass man überhaupt keine Möhren mehr erntet oder höchstens so ganz kleine. Genauso bei Kartoffeln mit dem Kartoffelkäfer. Das hat schon alles seine Ordnung und deswegen machen wir das so, dass wir alle 8 Jahre erst wieder dieselbe Frucht auf derselben Fläche haben. Bewirtschaftet werden jedoch nicht nur die Felder. Wir haben insgesamt etwas mehr als 3 Hektar Wald. Da kommt jetzt nächstes Jahr noch 1,5 Hektar dazu, weil wir mit Holz feuern und auch Holzofenbrot backen. Also wir versuchen möglichst, dass der Betrieb in sich rund ist, geschlossen, dass viele, zum Beispiel die Energieträger wie Holz, dass wir das selber haben und dass wir eben alles hier auf dem Betrieb selber erzeugen. Was mit den landwirtschaftlichen Erzeugnissen passiert, erfuhren die Hoffestbesucher beim Hofrundgang mit der Chefin Segelucht. Mittlerweile weit über die Region hinaus bekannt ist die Ökokiste, die selbst angebautes Obst und Gemüse sowie andere Produkte des Gidohofes enthält und auf Bestellung direkt bis an die Haustür geliefert wird. Auch zum Hoffest waren die Erzeugnisse des Gidohofes erhältlich. Gleichwohl die, die nicht selbst produziert werden, sondern die der Großhandel Naturkost Erfurt liefert. Selbst produziert werden die Backwaren. Die Bäckerei hatte die Türen geöffnet, um den Neugierigen zu zeigen, dass auch Bio-Backwaren nach allen Regeln der Handwerkskunst entstehen. Neben Brot und Brötchen konnten die Hoffestbesucher ebenso leckeren Blechkuchen kosten. Zum Kosten luden noch viele andere ein, so der Fernsehkoch Patrick vom Hotel Bock, der gemeinsam mit den Besuchern eine leckere Gemüsesuppe kochte. Der Knüppelkuchen, gebacken am Lagerfeuer, fehlte ebenso nicht. Genauso wenig die Pizza zum selber belegen. Die Fußballer vom FV Wolkenburg machten sich zum Hoffest ebenfalls nützlich. Wir vom Fußballverein Wolkenburg machen einen Bierausschank von Gidehof, weil die Sponsor vom Fußballverein sind. Und da helfen wir ehrenamtlich aus beim Bierausschank und sonstigen Tätigkeiten. Die Jungs machten das zum ersten Mal und hatten so viel Spaß dabei, dass sie das zur Tradition werden lassen wollen. Neben einem bunten Markttreiben warteten auf die Besucher auch in diesem Jahr vielerlei Mitmachaktionen. Ein Puppenspiel gab es ebenfalls wieder. Sebastian Günther vom Hallenser Figurentheater Märchenteppich führte das Märchen Die Bremer Stadtmusikanten auf. An Musik fehlte es zum Hoffest nicht. Unter anderem konnte man lauschen, welche Klänge Christian Schöfer aus der Handpan zauberte. PKP steht nicht nur für professionelle, kompetente Pflege. Die PKP ermöglicht seniorengerechtes Wohnen. Eine Alternative für alle, die im Alter ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben wollen. Ja, was soll ich sagen? Ich mache alles selber. Putzen, waschen, essen, kochen. Alles, was zum Haushalt gehört. Mit 92 ist man noch nicht alt. Und ich leide keine Widerrede. Ich fühle mich sehr wohl hier. Und ich möchte auch nicht wieder weg. Solange wie ich noch am Leben bin, möchte ich hier verbringen. In Niederfrohna befindet sich in einem neu errichteten Wohngebiet die PKP Seniorenwohnanlage am Rittergut. Die 3 modernen Häuser verfügen über 29 seniorengerechte Wohnungen in einer Größe zwischen 42 bis 74 Quadratmetern. Wenn man ein eigenes Haus gehabt hat und muss dann in eine kleine Wohnung ziehen, das ist eine Umstellung. Aber hier habe ich Luft und Platz und Raum. Mit meiner Wohnung, ich habe eine Altbauwohnung gehabt, wo ich die Toilette im Haus hatte und das Bad auch in der Bodenkammer. Und da habe ich mich jetzt ja ganz sehr verbessert. Ich habe auch meinen kleinen Garten draußen, was mich sehr beruhigt. Ich habe eine Beschäftigung dadurch und ich freue mich. Es ist schon schön ruhig vor allen Dingen. Na?
Ist schon eine schöne Sache hier. Im Zentrum der Gemeinde Bernsdorf stehen im PKP-Seniorenhaus am Bernsbach 5 seniorengerechte Wohnungen in Größe von 45 bis 55 Quadratmetern zur Verfügung. Der PKP-Seniorenhof Bernsdorf ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und idyllischer Lage. Die seniorengerechten Wohnungen sind zwischen 45 bis 78 Quadratmeter groß. Die verschiedenen Grundrisse der Wohnungen in den PKP-Wohnanlagen bieten den Mietern viel Raum für ihre Ideen, für die eigenen Möbel und liebgewonnene Erinnerungsstücke. Somit wird das persönliche Reich zum wirklichen Zuhause. Platz haben hier auch die eigenen Haustiere. Alle Wohnungen sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Die Türöffner sind mit Videokamera ausgestattet. Den Mietern steht ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung, den sie zum Beispiel für Familienfeierlichkeiten nutzen können. Interessieren Sie sich für eine seniorengerechte Wohnung in einer der PKP-Wohnanlagen? Rufen Sie an bei der MPKP-Hausverwaltung in Liechtenstein 037 204 6850 oder informieren Sie sich im Internet unter www.pkp-seniorenbetreuung.de. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie in der Pflege zu Hause. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Dazu gehören die unterschiedlichsten Gehhilfen oder Rollstühle. Die können Sie bei uns bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und ebenfalls im Pflegeheimbereich. Unser Team verstärkt der Orthopädie-Mechanikermeister Christian Lange. Wir sind in der Lage, die Reha-Mittel an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen. Zu unserem Leistungsspektrum gehören ebenso Inkontinenzprodukte, Stoma- und Wundversorgung sowie Pflege- und Desinfektionsmittel. Bei uns erhalten Sie Standard-Kompressionsstrümpfe auch weiterhin ohne Eigenanteil. Wir sind anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der zuverlässige Partner für Ihre Gesundheit. Ulig Tischler Küchenstudio, seit über 100 Jahren kompetenter Handwerksservice. Der Kunde ist bei uns König. Wir bieten faire und angemessene Preise, Qualität, umfassende Beratung, fachgerechten Einbau sowie lebenslangen Kundendienst, auch wenn Sie umziehen. Wir tauschen Ihre alten gegen neue verbrauchsgünstigere Geräte. Wir bieten Ihnen außerdem eine supergünstige Finanzierung, diskret und schnell nach Ihren Vorstellungen. Wir zeigen Ihnen, was wir können. Ulig Tischler, der Spezialist für jede Küche und alles, was mit Holzmöbel und Innenausbau zu tun hat. Sie finden uns in Limbach-Oberfrohna, Sachsenstraße 16. Und wir sind immer für Sie da. Bei uns erhalten Sie auch Küchen im Abverkauf, wie diese Landhausküche in L-Form, 4,40 m x 1,42 m. Die Front, Vanille, Gewicht. Inklusive sind Granitspüle, Herzett, Bosch, Flachschirmhaube. Der Abverkaufspreis 2.000 Euro. Bunt gemischt geht's jetzt weiter mit unseren Wochensplittern. Wenn ein amerikanischer Amtrak-Zug an einer sogenannten Tiger-Trommel sowjetischer Bauart vorbeifährt und wenn ihm dann noch ein deutscher ICE entgegenkommt,
dann ist entweder die Globalisierung abgeschlossen oder die Griesheimer Gartenbahnfreunde sind in der Lichtensteiner Miniwelt zu Gast. Letzteres war am 13. Dezember der Fall. Die Eisenbahnenthusiasten aus Hessen hatten zwar viele Züge, aber leider kein schönes Wetter mitgebracht. Dennoch waren sie von der Anlage begeistert. Sich in der Miniwelt haben wir die Möglichkeit, auch eine richtig lange Strecke zu fahren. Die meisten Gartenbahnanlagen haben nur 50 Meter Gleis. Wir in Griesheim haben knapp 500 Meter Gleis, aber hier ist schon ein Ring alleine 500 Meter, sodass man hier viel größere Strecken hat und es macht also auch die Möglichkeit, große Züge zu fahren, die dann auch wirklich schön aussehen auf der Strecke. In den Zügen der Griesheimer Gartenbahner steckt jede Menge Elektronik. Die Modelle im Maßstab 1 zu 22,5 werden alle digital gesteuert. Also in jeder Lok sitzt ein kleiner Computer. Auf dem Computer sind die Fahreigenschaften abgespeichert und es sind auch die ganzen Geräusche abgespeichert, meistens Originalgeräusche der Loks. Und dann kann man über so eine kleine Fernsteuerung die Lok steuern und man kann auch die ganzen Geräusche auslösen. Und so hat man halt ein viel natürlicheres Fahrerlebnis. Bei der Tiger-Trommel klingt das dann so. Das Modell ist übrigens ein Unikat. Diese Tiger-Trommel hier, meine Eigenbau-Tiger-Trommel, die habe ich in ein Jahr Bauzeit immer an Wochenenden zusammengebaut. Und das ist die originale Ausführung, wie sie ursprünglich hergestellt wurde. In Deutschland ist die dann mit Schalldämpfer gefahren und in Rot lackiert. Als Diesellok an Güterzügen dürfte das Original noch vielen Zuschauern bekannt sein. Wie die hessischen Modelleisenbahner versicherten, soll es nicht ihr letzter Besuch in der Lichtensteiner Miniwelt gewesen sein. Vielleicht spielt ja beim nächsten Mal dann auch das Wetter mit. Im Frankenberger Welttheater wurde am 13. September mit einer Ausstellung und Vorträgen der Tag des offenen Denkmals eingeläutet. Traditionell werden in der Zschopau-Stadt zum Denkmaltag ganze Straßenzüge vorgestellt. Mittelpunkt war in diesem Jahr die äußere Freiberger Straße. Es ist ein Straßenzug, der mit einer Bautätigkeit vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgestattet ist, als nämlich die Kaserne, die heute jedem bekannt ist als Wettiner Kaserne, damals als Hindenburg Kaserne, errichtet wurde in der Zeit des Ersten Weltkrieges von 1914 bis 1916. Und daraufhin entstand die straßenzugfolgende Bebauung, die wir noch heute dort erleben. Am unteren Ausgangspunkt des Straßenzuges sind sehr schöne Villengebäude vom Ende des 19. Jahrhunderts, die auch noch ihre historische Ausstattung tragen, zum Beispiel die Häuser Äußere Freiberger Straße 1, 2, 3 und 4 und die Amalienstraße Nummer 1. Das sind die wichtigsten Villengebäude im Straßenzug. Das vielleicht prominenteste Bauwerk ist gar nicht mehr existent. Das ist das ehemalige Gasthaus Hochwarte an der Einmündung der Mühlbacher Straße gelegen. Das ist bis 1996 als 26 Meter hohes Bauwerk mit Turm im Stadtbild jedermann präsent gewesen und ist dann aber durch einen Brand so sehr geschädigt worden, damit, dass man es nur noch abreißen konnte. Früher konnte man vom Turm die ganze Stadt überblicken. Diese Aufnahmen entstanden von einer 26 Meter hohen Hebebühne aus, die Andreas Teuschner am ehemaligen Standort der Hochwarte aufgestellt hatte. Andreas Teuschner ist Malermeister und Restaurator. Anhand von Beispielen aus Frankenberg referierte er zum Thema farbliche Gestaltung von historischen und denkmalgeschützten Gebäuden. Besonders am Herzen liegt ihm die Restauration eines Wandbildes in der Aula des Bildungszentrums. Das Wandbild, wie Kaiser Karl Schulprüfung hält in der Aula in Frankenberg, ist nach dem Krieg zerstört worden und unter einer Gipsschicht verschwunden. 1993 haben wir den Auftrag erhalten, das Bild freizulegen. Da wurde festgestellt, dass ca. 20.000 Hacklöcher dort das Bild aufwiesen. Und dann haben wir eine Probeachse gemacht im Zuge der Sanierung des Bildungszentrums. Mehr Geld war nicht da zu dem Zeitpunkt. Und jetzt sind wir dabei, Schritt für Schritt das Bild zu restaurieren und freuen uns natürlich über spendenfreudiges Publikum. Dazu hat die Stadtverwaltung ein Spendenkonto eingerichtet und sucht noch weitere Bildpaten. Mit großen Kinderaugen hat die Rasselbande der gleichnamigen Kindertagesstätte in Leubsdorf eine weitere Attraktion auf dem Außenspielgelände in Besitz genommen.
Ab sofort kann sich im Bergwerk der sieben Zwerge ausgetobt werden. Dunkle Gänge gibt es zu erforschen und auf die kleinen Bergleute warten riesige Edelsteine. Kinder, Eltern und Erzieher hatten sich das Kinderbergwerk gewünscht. Jetzt wurde der Bau feierlich an seine kleinen Nutzer übergeben. Mit einem bunten Programm bedankten sich die Kleinen bei den am Bau beteiligten Firmen, beim Bürgermeister und Gemeinderäten. Herzlich willkommen, hallo! Schön, dass ihr da seid, hallo! Ihr seid hier richtig, hallo! Denn ihr seid hier richtig, hallo! Wie schön, die Freunde hier zu sehen! Nachdem im letzten Jahr die hölzerne Augustusburg auf dem Außenspielgelände eingeweiht wurde, war das Bergwerk das zweite Großprojekt. Wie schon bei der Burg soll auch jetzt wieder ein Bezug zur Heimat hergestellt werden. Früher hat es in Leubsdorf mindestens 5 Bergwerke gegeben, so Bürgermeister Ralf Börner. Für den Bau der Spielburg gab es Fördermittel von Bund und Land. Das Kinderbergwerk musste die Kommune selbst stemmen. Dafür flossen 37.000 Euro aus der Gemeindekasse. Das ist aber nicht die einzige Ausgabe in diesem Jahr, die für die Betreuung der Leubsdorfer Kinder aufgewendet wird. Wir werden in diesem Jahr auch im Hortbereich an der Schule noch für 12.000 Euro neue Spielgeräte anschaffen. Und ich möchte sagen, das passiert immer in Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Kindereinrichtung, der Volkssolidarität, wo wir eine hervorragende Zusammenarbeit haben. Und ich denke, dort werden sich auch dort für die Schüler, für die Hortkinder dann wieder einiges verbessern und verschönern. In den letzten 2 Jahren wurden rund 250.000 Euro für die Außenspielanlagen der Kindereinrichtungen in Leubsdorf und seinen Ortsteilen ausgegeben. Am 13. und 14. September hatte der Reitclub Flöhertal wieder zu Reitertagen eingeladen. 140 Reiterinnen und Reiter mit 100 Pferden waren der Einladung nach Flöha gefolgt. Dieses Mal kamen die Starter nicht nur aus Sachsen und Thüringen, auch aus Bayern waren Teilnehmer angereist. Bei dieser als Breitensportturnier ausgeschriebenen Veranstaltung konnten sich die Pferdesportler in 19 Disziplinen miteinander messen. Beim großen Stilspringwettbewerb gingen 15 Reiterinnen an den Start. Und das alles unter dem strengen Blick der Preisrichter, die achteten auf alle Bewegungen von Pferd und Reiter. Es wird bewertet, wie der Reiter das Pferd an die Hilfen heranbringt und wie er das Pferd bewegt, also er soll elastisch in die Bewegung des Pferdes eingehen, er soll das Pferd ständig an den Hilfen haben und natürlich auch die Wege und Wendungen im Handgalopp reiten. Und er soll natürlich auch dafür sorgen, dass das Pferd passend an die Hindernisse herangeritten wird. Und dafür bekommt er eine Note in dem Stilspring zwischen 0 und 10, wobei 10 die beste Note ist. 7,6 Punkte bekam Emily Heinrich vom Reitclub Flöhertal. Die Lokalmatadorin gewann damit das große Stilspringen. Diesen Sieg hat sich die 14-Jährige hart erarbeitet. Ich habe einmal die Woche immer Springtraining und das schon seit mehr als 4 Jahren. Also das ist wirklich trotzdem ein langer Weg bis hierher. Um weiter sportliche Erfolge feiern zu können, ist man beim RC Flöhertal immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wir suchen immer Nachwuchs, egal ob Kinder oder Erwachsene, die also Interesse daran haben, bei uns hier mitzuwirken, das Reiten zu lernen, am Vereinsleben mit teilzunehmen, an den diversen Veranstaltungen, geselligen Beisammensein, die wir hier doch recht regelmäßig durchführen. Das nächste große Event wird am 7. Dezember die Weihnachtsveranstaltung sein. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Mit dem Märchen vom Schneewittchen und den sieben Zwergen gastierte am 17. und 18. September das Kinder- und Jugendtheater Buratino in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna. Ich bin von zu Hause fortgelaufen. Meine Stiefmutter, also die Königin, trachtete mir nach dem Leben. Der Jäger sollte mich in den Wald führen. Die jungen Schauspieler aus Stolberg begeisterten mit dem Stück von der schönen Prinzessin und der bösen Königin das junge Publikum. Die Theatervorstellungen waren kostenlos. Das hatten die Kinder dem sozialen Engagement von Unternehmen aus Limbach-Oberfrohna zu verdanken. Das ist eine Spendenaktion von 5 ortsansässigen Firmen. Die Delta Bar Systemhaus GmbH, Delta Proveris AG, AMS Technology, die Omega, Blechbearbeitung AG und die Limbacher Oberflächenveredelung. Diese 5 Firmen spenden jedes Jahr eigentlich zu Weihnachten, anstatt Präsente an die Geschäftskunden auszugeben, etwas für gemeinnützige Einrichtungen in unserer Stadt. Und dieses Jahr hat man sich eben entschlossen, eine Art
vorfristiges Weihnachtsgeschenk an die Kindergärten und Grundschulen zu verschenken und eben diese Theaterveranstaltung zu sponsern. So kamen 795 Kinder aus Limbach-Oberfrohnau und den Ortsteilen zu einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk und das Schneewittchen zu ihrem Prinzen. Die historische Schauweberei in Braunsdorf ist ein Denkmal der sächsischen Industriegeschichte. Seit Mitte des Jahres beherbergt das Technikmuseum auch eine Galerie. Am 10. September konnte Museumsleiterin Andrea Weigel dort nun die zweite Ausstellung eröffnen. Unter dem Titel Erinnerungen des Waldes zeigt der Niederwieser Künstler Lichtblau Holzschnitte, die in den Jahren von 2007 bis 2014 entstanden sind. Zu sehen sind akribisch ausgearbeitete Drucke, die von handwerklichem Geschick zeugen. Die Kunst soll sich der Betrachter jedoch selbst in die Werke interpretieren. Ich weiß, die meisten haben eigentlich erwartet, dass ich jetzt über meine Bilder rede, aber ich denke, sie haben alle Augen mit, im Gehirn, dessen Gebrauch sie gut unterrichtet sind. Sie können sich das selbst anschauen, machen sich ihre eigenen Gedanken dazu. Das wäre mir das Liebste. Sie dürfen mich natürlich auch im Anschluss alles fragen. Ich werde Ihnen sicherlich nicht alles beantworten, aber Fragen können Sie schon immer. Unwissend musste aber niemand nach Hause gehen. Der Künstler demonstrierte den Besuchern der Ausstellungseröffnung, wie aus asiatischem Sperrholz die Druckstöcke entstehen. Autobiografisches gab es auch zu erfahren. Dazu las Lichtblau aus seinem selbstverfassten Hausschatz der Sagen und Märchen vor. Ja, es stimmt. Munk ist schuld. Nein, nicht der Kohlenpeter. Der Edward. Der Alte lehnt sich zurück. Der hat mich damals verführt, als ich 16 war. Die Vernissage im Charme der alten Fabrikhalle wurde von Matthias Menzel musikalisch begleitet. Die Ausstellung wird noch bis zum 31. Oktober in der historischen Schauweberei in Braunsdorf im Inselsteig 16 zu sehen sein. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr. Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass der Volkschor Augustusburg zum offenen Singen ins Galenzer Dorfmuseum einlädt. Am 14. September war es wieder soweit. Circa 30 Sangesfreudige waren der Einladung zum gemeinsamen Musizieren gefolgt und stimmten in die volkstümlichen Weisen mit ein. Der Volkschor Augustusburg wurde 1987 als gemischter Chor gegründet. Heute singt der Klangkörper unter der Leitung von Rosemarie Landmann in reiner Frauenbesetzung. Zum Repertoire des Chores gehören Werke alter Meister bis hin zu Titeln aus der Schlager- und Popszene. In der Hauptsache stehen internationale Volkslieder auf dem Programm, die dann auch in Landessprache gesungen werden. Für das sangesfreudige Publikum gestaltete sich ein stimmungsvoller Nachmittag, der im nächsten Jahr bestimmt seine Fortsetzung findet. Die zweite Auflage des Oelsnitzer Bauernmarktes sollte noch größer und noch vielseitiger werden, versprach Mitorganisator Sieghard Bachmann vorab. Und tatsächlich wartete man am 13. September in der Innenstadt mit einer breiten Vielfalt auf. Da störte es die Besucher auch nicht, dass es immer wieder nass von oben wurde. Schließlich gäbe es ja Regenschirme, hieß es von deren Seite. Zwar hatte man mit ein paar mehr Besuchern durchaus gerechnet, dennoch wurde der Markt zum Anziehungspunkt, gab es auch Gedränge an manchen Stellen. Besonders die Frische überzeugte, kamen die Produkte doch allesamt direkt vom Hof oder von den Erzeugern.
zu wissen, was zu Hause auf den Tisch kommt, was drinsteckt in den Produkten, wie sie hergestellt werden. Das, so Händler und Direktvermarkter, werde zunehmend wichtiger. Ein Umdenken habe eingesetzt. Besonders die persönliche Ansprache hat vielen Besuchern gefallen, ob nun mit dem Imker, dem Fleischer oder dem Biobauern. Besondere Anziehungskraft übte die mobile Käserei von Achim Uhl aus. Käse selbst herzustellen, zu sehen, wie viel Arbeit darin steckt, lässt jetzt so manch andere Sichtweise auf unsere Lebensmittel entstehen. Und da Kinder ohnehin eher auf lebendige Tiere stehen, hatten die Organisatoren auch einen Streichelzoo einrichten lassen und die Alpakas aus Lugau gebucht. Für musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem die New Meadows aus Neuwiese. Das 17. Sächsische Landesernte-Dankfest vom 26. bis 28. September in der Bergstadt Zwönitz. Erleben Sie ein vielfältiges Programm für Jung und Alt mit ländlichen Traditionen und Kultur. Der Eintritt ist frei, mit freundlicher Unterstützung des Freistaates Sachsen. In einer neuen Ausgabe unserer Expertenrunde dreht sich dieses Mal alles um Money, Money, Money. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Ihrer Sendung Sie fragen, Experten antworten. Die erste Frage kommt hier von Frau W. Sie schreibt, sie ist bei der Bestellung von Weihnachtsgeschenken für ihre Kunden und Geschäftspartner. Was sollte sie aus steuerlicher Sicht beachten? Anke. Ja, an sich soll ja Schenken Freude bereiten. Aber die Freude wird durch die Anforderungen, die die Finanzbehörde mittlerweile an den Abzug von Geschenken stellt, schon recht schnell getrübt. Frau W., wie Ihnen bereits bekannt oder sicherlich bekannt ist, dürfen Sie Geschenke bis zu einem Betrag von 35 Euro netto, das heißt, wenn Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind, ansonsten nur 35 Euro pro Jahr und Empfänger als Betriebsausgabe abziehen. Sie müssen die Aufwendung für die Geschenke einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufzeichnen und die Empfänger benennen. Können diese Aufzeichnungen nicht vorgelegt werden, verwehrt das Finanzamt den kompletten Betriebsausgabenabzug, auch wenn das Geschenk den Wert von 35 Euro nicht übersteigt. Und damit nicht genug. Wer als Unternehmer von seinen Geschäftspartnern Geschenke erhält, muss diese als Einnahme, als Betriebseinnahme versteuern. Und zwar selbst dann, wenn der Schenkende die Kosten gar nicht steuerlich geltend machen kann. Frau W., wenn Sie also nicht möchten, dass Ihre Geschäftspartner Ihre Geschenke auch noch versteuern müssen, können Sie eine 30-prozentige pauschale Steuer an das Finanzamt entrichten. Mit dieser ist natürlich die Pflicht verbunden, die Beschenkten schriftlich über die erfolgte Besteuerung zu informieren. Und wenn Sie diese pauschale Besteuerung wählen, Frau W., müssen Sie alle Geschenke an Ihre Geschäftspartner dieser pauschalen Steuer unterwerfen.
Für Streuwerbeartikel, zum Beispiel für Kalender und Kugelschreiber, bis zu einem Wert von 10 Euro, billigt die Finanzverwaltung bislang, dass darauf keine pauschale Steuer zu entrichten ist. Obwohl das die Bundesfinanzrichter anders sehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung diese unternehmensfreundliche Vereinfachung beibehält. Eine gute Nachricht habe ich. Geschenke an Privatpersonen müssen nicht der 30-prozentigen Pauschalversteuerung unterworfen werden. Das trifft Frau W. vor allen Dingen auf ihre Kunden zu. Auch ausländische Geschäftspartner, die in Deutschland nicht steuerpflichtig sind, können beschenkt werden, ohne dass pauschale Steuer anfällt. Einen Haken habe ich doch noch. Und zwar, Frau W., müssen Sie dokumentieren, dass die Geschenke an Ihre Kunden bei den Empfängern keine steuerpflichtige Einnahme darstellt. Können Sie das nicht dokumentieren, kann es bei einer Betriebsprüfung passieren, dass auch dann noch die ganzen Geschenke mit 30% versteuert werden müssen. Also schenken ist nicht immer freudig. Da fällt mir nur noch eins. Ho, ho, ho. Wir hoffen mal, dass die Finanzämter das auch weiter so machen. Ja, die nächste Frage, die geht ja ganz klar an den Rechtsanwalt. Hier schreibt ein Zuschauer, ich bin bei einer Firma beschäftigt und bekomme ein Gehalt. Dieses Gehalt liegt genau an der Grenze von 8,50 Euro Stundenlohn, wenn die durchschnittliche monatliche Arbeitszeit von 173 Stunden zugrunde gelegt wird. Was muss mir bezahlt werden, wenn ich in einem Monat mehr Stunden und in einem anderen Monat weniger Stunden arbeite? Ja, das ist nicht ganz so kompliziert wie das, was wir gerade über die Steuer gehört haben, aber es geht in dieselbe Richtung. Also wenn dem so ist, dass dieses Gehalt bei diesem durchschnittlichen monatlichen Einkommen bei 8,50 liegt, dann ist es so, dass der Arbeitgeber entweder mit dem laufenden Monat mehr bezahlen muss, wenn es mehr Stunden ergibt, also wenn zum Beispiel mehr Arbeitstage in diesem Monat sind, um dann auf die 8,50 wieder zu kommen. Wenn es weniger Arbeitsstunden sind, dann braucht er nicht weniger bezahlen, dann bleibt es bei diesen 1470, die da rauskommen bei diesem Durchschnittslohn. Wenn er das nicht tut, kann er ein Arbeitszeitkonto anlegen. Das muss aber dann im Arbeitsvertrag vereinbart werden. Und auf diesem Arbeitszeitkonto muss dann das jeweilig festgehalten werden, was an mehr und weniger Arbeitsstunden in den jeweiligen Monaten entstanden ist und innerhalb von 12 Monaten ausgeglichen werden. Und da besteht auch noch für den Arbeitgeber entsprechende Aufzeichnungspflicht. Wenn dieser Aufzeichnungspflicht nicht nachgekommen wird, dann wird es nicht anerkannt. Also das ist bisher allerdings noch nicht durch irgendwelche gerichtlichen Entscheidungen jetzt untersetzt, sondern das ist das, was jetzt im Moment von Experten aus diesem Gesetz geschlussfolgert wird. Man muss immer abwarten, wie sich da die alltägliche Praxis so entwickelt, aber es wird meines Erachtens sicherlich in diese Richtung laufen. Also achten Sie drauf, wenn Sie einen Monat haben mit mehr Stunden, dass die entweder bezahlt werden oder der Arbeitgeber muss mit Ihnen ein Arbeitszeitkonto vereinbaren. Es lebe die Bürokratie. Die nächste Frage habe ich hier von Herrn K. Er fragt, ich habe zwei Häuser, bei denen bei laufender Finanzierung Instandsetzungsarbeiten nötig sind. Dafür soll ein weiteres Darlehen aufgenommen werden. Bei einem Objekt ist das Darlehen frei und beim zweiten Objekt besteht noch zwei kleinere Darlehen, die 2015 und 2016 aus der Zinsbindung auslaufen. Das Angebot der Nachfinanzierung liegt bei 6,5% für 10 Jahre fest. Ich finde das ganz schön happig. Woran kann das liegen? Die Bonität ist von meiner Seite aus gegeben. Herr K., das kann ganz viele Ursachen haben. Vielleicht mal so ganz kurz bei zwei Objekten und Sie haben schon laufende Finanzierung und Sie suchen jetzt eine andere finanzierende Bank, haben Sie immer folgendes Problem. Die Bank, die noch die Finanzierung innehat, die steht im Grundbuch und die gibt in der Regel erst dann das Grundbuch frei, wenn das Darlehen zurückgeführt worden ist. Das heißt, Sie müssen eigentlich fast zwangsläufig immer erstmal zu der Bank gehen, wo das Darlehen schon läuft. Und wenn Sie jetzt noch ein zusätzliches Darlehen aufnehmen, dann ist natürlich der erste Ansprechpartner die Bank, bei der Sie für dieses Objekt ein Darlehen haben. Und dann kann natürlich die Bank sagen, okay, versuch mal woanders ein günstiges Darlehen herzubekommen. Ich sitze ja auf dem Grundbuch fest. Und das nutzen manche Banken natürlich dann auch schamlos aus, indem die ihnen völlig, ich sag mal, abstruse Angebote machen. Das kann die eine Ursache sein. Die andere Ursache kann sein, dass das Objekt vom Beleihungswert
das gar nicht hergibt. Und wenn Sie jetzt noch durch eine Modernisierung oder die zusätzliche Bauausmahl noch mehr Kredit aufnehmen wollen oder müssen, dann sagt sich die Bank natürlich auch, sagt so, okay, ich sprenge hier jeglichen Beleihungswert. Das heißt, der Wert des Objektes ist kleiner als die Summe aller Darlehen, die darauf laufen. Und dann sagt die Bank auch, dann mache ich eben ein ganz tolles Angebot und verdiene mich daran dumm und dämlich. Also das ist eine schwierige Kiste. Hier wäre wahrscheinlich die beste Variante, Sie finden eine Bank, die alle Darlehen übernimmt, die dann auch in beiden Objekten jeweils im Grundbuch drin steht. Weil eine Bank, die an die zweite Rangstelle geht, das werden Sie wohl kaum finden, weil die dann immer sagt, wenn hier irgendwas schief läuft oder im Prinzip die Darlehen nicht mehr bedient werden, dann werde ich von der Reihenfolge erst als Bank, als Zweiter zu meinem Geld kommen und da kann das Geld schon alle sein. Also hier wäre wahrscheinlich das Beste, Sie schicken den gesamten Vorgang mal hierher, dann schauen wir uns den mal gemeinsam an und dann werden wir irgendwo schauen, wie wir eine entsprechende Lösung finden. Das wäre ja noch eine Möglichkeit, die bestehenden Darlehen widerrufen, wenn eine Möglichkeit dazu besteht. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, dann auch herschicken. Dann kann man sich davon lösen und dann kann man ein gesamtes neues Darlehen machen. Genau, das wäre jetzt auch mein nächster Tipp gewesen. Aber schön, hier haben wir uns wieder perfekt ergänzt. Tja, und wir werden uns wieder perfekt ergänzen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Sie fragen, Experten antworten. Bis dahin, gute Zeit. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind am Ende unserer Sendung. Schalten Sie nächste Woche wieder rein ins Kabeljournal. Wir werden dabei sein bei den GT Masters am Sachsenring und natürlich noch jede Menge mehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut.